Unser Herr Jesus Christus hat dreimal verstorbenen Menschen von dem Tod auferweckt. Eigentlich zu viele. Etliche Menschen hat Jesus auf Erden von dem Tod auferweckt. Sicher. Aber nur drei Geschichten sind erwähnt. Ein Mann, eine Tochter auf dem Bett. Zweiter Mann, ein junger Mann für eine Witwe und gleich am Grab. Und drittes Mal Lazarus, der schon verfault und seine Leiche stinkt und alles, alle Hoffnungen sind verloren. Die drei Geschichten von Auferweckungen für uns sind wichtig. Und pass auf, sind ganz verschieden. Die Bibel ist nicht von einem Menschen geschrieben. Die Bibel ist von Gott geschrieben und die alles hat Bedeutungen. Wenn wir die drei Geschichten studieren, lernen, verstehen, dann wissen Sie, wissen, warum ist das? Erstens, das sind drei Arten von Toten. Eine Tochter, die auf dem Bett lag. Und vielleicht könnte man sagen, wie manche die Bibel kritisieren, die sagen, sie war nur im Koma. Stimmt nicht, sie war tot. Jesus hat ihr den Geist befohlen, zurückzukommen. Zweiter Fall ist ein Mann, der gleich vor dem Grab war. Und wir hören manchmal, dass ein Mensch falsch gegraben ist und die Menschen behaupten, dass er zum Leben zurückkam. Eine Behauptung. Deswegen hat Jesus die zwei Arten mit dem dritten ergänzt. Lazarus, der stinkt, verfault war und dafür Zeugen gab. Viele Menschen hatten diesen Geruch, als die Menschen den Stein vor dem Grab Lazarus rausgebracht hatten, hatte man sofort diesen Geruch von dem Toten gerochen. Und hat man festgestellt, Lazarus ist nicht nur tot, er ist verfault. Keiner Hoffnung mehr. Aber wo keine Hoffnung mehr in deinem Leben, kommt Jesus und kann auch deinen Toten auferwecken. Was ist der Tod? Der Tod ist die Sünde. Wie? Die Sünde führt zum ewigen Tod. Und die Sünde selber ist eine Trennung von Gott. Auch Tod, weil Tod ist der Quelle des Lebens und unser Leben liegt in ihm. Wenn wir von Christus getrennt sind, dann sind wir auch tot. Tod bedeutet Trennung von Gott. Tod bedeutet Entscheidungen für die Sünden, dass man eine Verlobung mit der Sünde macht. Oder ein ewiger Bund mit Satan. Satan ist der Tod. Trennung von Gott, von seinem Licht ist auch der Tod. Die drei Arten symbolisieren drei Arten von Menschen. Ein Mensch, der gerade auf dem Bett liegt, hatte Sünden begonnen zu tun und hatte nun entschieden für die Sünde, aber ist nicht so weit. Das heißt, ist noch nicht abhängig. Er ist noch nicht süchtig, symbolisiert dieses Menschen, die auf dem Bett tot lag. Hat Jesus Kraft, auf deine Sünden zu löschen und deine Sucht zu beenden? Doch, er hat. Wenn du glaubst, wenn du ihn liebst, wenn du auch dich bemühst, der Vater hat da Jesus eingeladen, komm. Meine Tochter ist so krank, sie ist beinahe zu sterben. Hilf ihr. Und du, sag auch Jesus, deine Tochter, das ist meine Seele, deine Tochter ist beinahe zu sterben. Eile mir zu helfen. Verzögere nicht, er kann tun. Aber als Jesus kam, die Tochter ist tot. Hab keine Angst, ich werde alles tun, hat Jesus gesagt. Und Jesus hat wirklich dieses Mädchen, die ganz frisch gestorben ist,
diesen Mensch, der ganz frisch in der Sünde geraten und in der Liebe Sünde geraten, Jesus kann auch ihn befreien. Sei sicher. Auch der Sohn von der Witwe in Nain heute, eigentlich der Sohn ist geblieben bei seiner Frau, seiner Mutter, eine bestimmte Zeit, stundenlang oder vielleicht einen Tag. Sie hat ihn echt geweint. Und sie hat keine Hoffnung mehr. Sie hat versucht mit jeglicher Möglichkeit. Sein Körper ist nun sehr kalt geworden und steif. Sie hatte keine Hoffnung mehr. Sein Körper, sein Leichnam ist steif und blass. Es gibt kein Zeichen mehr für ihr Leben. Unmöglich. Wir haben niemanden gesehen, der in diesem Fall nach langen Stunden, nach langen Tagen, dass er zum Leben zurückkehrt. Die Mutter, die Witwe, hatte nun festgestellt, mein Sohn kehrt niemals zum Leben. Sie hatte die Hoffnung verloren. Was heißt das für uns? Eine Sünde, die so tief gegangen ist. Eine Sünde, die Wurzeln geschlagen hat in deinem Leben. Eine Sünde, die das Leben schwarz gemacht hat. Sucht. Es gibt viele Süchte im Leben. Ob das mit Körpersünde oder mit Casino spielen oder mit Liebe zum Geld oder Liebe und Hass. Jesus kam bis zum Grab und hatte einfach das Kind, das der junge Mann befohlen, steh auf. Seinen Geist, dieser weit entfernt, kam zurück. Hundertprozentig, auch wenn du von Sünden gefesselt bist, Jesus kann zu dir kommen und die Sünde sofort befehlen. Geh weg von meinem Sohn. Geh weg von meiner Tochter. Aber sag ihm, frag ihn. Viele Menschen hatten Jesus gesagt, hilf der Witwe. Sie hat nur einen Sohn. Ihr Mann ist gestorben. Der Sohn ist ihr Licht und ihr Leben. Lass sie überhaupt nicht hinaus. Sag Jesus in deinem Gebet, ich habe nur einen Geist. Nur eine Chance im Leben, nur ein Leben zu leben. Hilf mir, lass deine Tochter, lass deinen Sohn nicht sterben. Lass deine Kraft kommen. Wenn du glaubst, wenn du dich bemühst, wenn du ehrlich bist, dann kommt Jesus und wird sofort deine Sünde vertreiben, raustreiben. Geh weg von meinem Sohn. Und dein Leben kommt zurück mit dem alten, fröhlichen und mit großer Freude. Der dritte Fall ist Lazarus. Ein Mann, der 4 Tage im Grab lag. Was ist übrig von ihm geblieben? Auge oder Leber oder Gehirn? Nichts. Nicht wie 2 anderen Fällen. Aber trotzdem, Jesus kann auch diese Leiche zurück zum Leben bringen. Jesus hat Lazarus auferweckt mit einem Wort. Lazarus, komm raus. Der ist auch ein Mann, so weit in der Sünde. Kommt nie mehr zur Kirche. Getrennt vom christlichen Leben total. Verfault in der Sünde. Stinkt nach dem Geruch Satans. Besessen vom Satan, seine Sinne, Augen, Ohren, Gehirn, alles ist von Satan besetzt. Kann Jesus einen solchen Mensch, der so weit in der Sünde lebt, auch erwecken? Doch, er kann, genau wie Lazarus. Was brauchen wir? Wir brauchen diesmal viele Mühe. Im ersten Mal war die Tochter von Jairus, hat sie gesagt, hab keine Angst, weine nicht. Und sofort ist die Auferstehung. Ist ein Mann, der so nah in der Sünde gekommen ist, aber nicht so tief. Zweiter Fall, hat Jesus die Leute
befohlen, stopp, nicht weitergehen Richtung des Grabes. Und Jesus hat ihn auch auferweckt. Genau ein Mensch, der beinahe endlich zu sterben, kann es ihn auch auferwecken von seinen Sünden. Aber im dritten Fall musste der Mensch selber viel tun. Jesus hat gesagt, okay, ich werde alles tun, aber lass den Grab weg. Die Menschen müssen etwas mit tun. Jesus, du hast Lazarus in seiner Verfaulheit und Tod auferweckt mit einem Wort. Das ist ganz schwierig. Konntest du nicht den Stein aufwälzen mit deinem Wort? Jesus sagt, ja, ich kann. Ich kann es tun. Aber die Menschen müssen auch mit mir etwas tun. Hast Jesus auch neue Augen für neu, für den blind geborenen Mensch von Staub geschaffen? Könntest du Jesus nicht sagen, einfach die Augen sollten geöffnet werden? Ich sage, ja, ich kann es. Aber der Mensch muss mit tun. Die Augen sind einfach mit Teig gestrichen und der Mensch musste zum Teich gehen, um sein Gesicht abzuwaschen. Auch bei deinen Sünden. Du musst unbedingt auch etwas von Gott tun. Sag nicht, Gott wird zu mir kommen und ich werde einfach befreit. Dann gehst du nochmal und nochmal und nochmal sündigen und dieselbe Sünde lieben und tun. Deine Mühe ist erforderlich. Dein Kampf ist wichtig, damit du auch die Sünde mit ihrer hässlichen Seiten erkennst. So, wir haben Hoffnung für unser Leben. Wir haben Hoffnung für unsere Reinigung von jeder Sünde. Wir haben auch Hoffnung für die anderen Menschen, die genauso durch Sünden gefesselt sind und durch Sünden verhöhnt werden. Die Sünde ist Fesselung. Die Sünde ist Verhöhnung. Und Jesus hat uns zur Freiheit und zur Ehre berufen. Lebt in Ehre und Freiheit. Ehre sei unserem Herrn in der Ewigkeit.